Das große Finale der Final Fantasy XV Hauptstory beginnt. Wir werden jetzt hier uns in diesem Part Ordin stellen und ihn ein für alle Mal besiegen. It ends now. The once helpless and hapless prince. Is he now ready to claim his crown? Don't let us down. Let the games begin. No, now they end. Stufe Fragezeichen wieder. So you are the chosen king, but you are a second choice. Du wirst es nicht aufhalten, Ordin. Das ganze Spiel laggt einfach. Das Spiel hält einfach den Kampf nicht aus. Seht ihr das? Disappointed. Can't you do any better than that? 10 years and nothing to show for it. Alter, was zum Teufel? Even with the dawn to break now, it will only bring the horrors to light. Against all I have become. Power of light! Oh! Oh, a king at last!
Ich wollte mich gerade heilen. The kings of yore are on hand, calling you forth to oblivion. Yet when your father died, you were off playing with your friends. When your beloved died, you lay watching. Alter, ich kann nicht mehr was machen. Ausweichen geht nicht mehr, oder wie? 10 years is a long time. It is nothing to me. I have lived in darkness for ages. Die ganzen Königswaffen, die wir gesammelt haben. Now it is over, Majesty. What will you do? Banish the demons and bring peace? Erase me from history once more? This time, you can rest in peace. Close your eyes forevermore. I will await you in the beyond. So this is farewell. Yeah. Here we are. It's all you. No turning back now. Prompto. Gladio. Ignis. I leave it to you. Walk tall, my friends. Godspeed. And take care. Majesty.
I'm home. I walk tall. And though it took me a while, I'm ready now. I love you all. Luna. Guys. Dad. The time we had together, I cherish. Kings of Lucis. Come to me!
The four of us around a campfire. How long's it been? An eternity. So yeah. Out with it. I just... Why is this so hard? So I've made my peace. Still, knowing this is it, and seeing you here now, it's more than I can take. Yeah, you're damn right it is. Huh, you spit it out. That's good to hear. Well? What can I say? Do you guys... are the best. Thank you.
dearest Luna. You did well to deliver the ring to Noctis. Wayward, though my son may indeed be, he has made me proud. May you too know happiness. Da hat es Noctis wohl ganz zum Ende geschafft, die Welt wieder zu retten. Wie ihr es ja gerade gesehen habt, ist das Sonnenlicht wieder aufgegangen. Nur halt, wie es halt uns Bahamut schon gesagt hat, müssten wir dafür unser eigenes Leben opfern. Und das hat jetzt Noctis auch am Ende gemacht. Er wurde von den ganzen Königen durchbohrt von ihren Schwertern. Und dann im Jenseits sozusagen hat er dann Ardyn schlussendlich besiegt. Und jetzt haben wir gerade nochmal Luna, Freya und Noctis auf dem Stuhl gesehen. Das ist, ja, die sind auf jeden Fall nicht mehr da. Das ist, hat nichts damit zu tun, das ist einfach nur, die sind halt tot. Und das soll es halt zeigen, dass die jetzt glücklich vereint sind. Ja, auf jeden Fall ein sehr krasses, trauriges Ende. Und dieses Lagerfeuer war ja das letzte Lagerfeuer, wo sie ja hatten. Gerade vor, bevor sie nach Insomnia noch ging. Herzlichen Glückwunsch, Belohnung fürs Durchspielen, erhält so ein Abschlusszertifikat, ja super. Teil dieses Erinnerungsstück mit deinen Freunden, ja, mit welchen denn? Ich habe ja keine Freunde. So, Stufe 53, 30 Stunden. Lässt sich sehen, oder? Lässt sich sehen. So, 177 Bilder. Ja. Schon noch gerade dran, man kann noch mal in die Vergangenheit zurückreisen. Genau, hier scheinbar nochmal ein neues Menü frei mit einer anderen Musik. Und dem vollständigen Logo. Also das Cover Art da hinten ist ja jetzt anders, weil jetzt weiß man ja auch, woher das kommt. Und zwar von Luna und Noctis. Weil alle Final Fantasies haben ja so ein Cover Art hinten. Mit immer ihrer Bedeutung.
Kapitelauswahl wurde freigeschaltet. Genau, und hier Neues Spiel Plus. Genau, das war halt eben das Ding. Ich konnte nicht neues Spiel machen. So, und hier kann ich euch nochmal die DLCs zeigen. Die 4 DLCs, die wir noch spielen werden. Und jetzt wird hier auch die letzte DLC-Episode revealed. Und zwar ist es Episode Arden. Genau, Episode Gladio, Episode Prompto, Episode Ignis. Aber wir werden so spielen, dass wir es richtig rumspielen. Auch wenn hier jetzt Prompto nach Gladio kommt, ist Prompto eigentlich die letzte, wo ich spielt. Weil das hier spielt ja, während Gladio weg ist in Kapitel 7. Episode Ignis spielt in Altissa. Altissa während dem Krieg mit Leviathan. Und Prompto spielt ja eigentlich, nachdem er vom Zug geworfen wurde. Das heißt, das spielt als letztes. Und Episode Arden soll, glaube ich, in der Vergangenheit spielen und mehr über ihn sagen, weil wir wissen ja nur, dass er anscheinend auch mal zu den, in der gleichen Familie ist wie Noctis. Aber anscheinend immer abgelehnt wurde als König. Und ich glaube, deswegen wollte er halt immer Rache, weil er nie angesehen wurde. Und deswegen, darüber werden wir auch mehr erfahren. Will ich aber erstmal sagen, das Hauptspiel wäre durch. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich kann gar nicht verstehen, warum es so viel Hate bekommt, das Spiel. Ja, zum einen, die Story ist ein bisschen doof erzählt, vor allem jetzt halt, weil es die zwei Teile, halt die Open World und jetzt halt der andere Teil, fühlen sich halt wie komplett andere Spiele an, das stimmt schon. Da fühlt sich ja schon sehr an, als wäre es gerusht gewesen, das Spiel. Welcher Teil jetzt besser ist, ich fand jetzt den ersten Teil besser als den zweiten. Weil der zweite war teilweise ein bisschen nervig und langweilig. Vor allem das Noctis, wo man ganz alleine war, das war ziemlich nervig. Naja. Aber trotzdem hat das Spiel Spaß gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall noch auf die DLCs, wie schon gesagt, auf Episode Arden freue ich mich am meisten, weil ich das noch gar nicht kenne. Aber auch Episode Ignis war auch sehr cool. Episode Prompto war sehr cool. Episode Gladio war ein bisschen kacke, aber werden wir natürlich trotzdem ausspielen. Das geht ja, glaube ich, auch gar nicht so lang. Also dann, das war die Hauptstory von Final Fantasy 15. Lasst mich gerne wissen, wie ihr das fandet. Und wir sehen uns bei den DLC-Folgen. Das Let's Play ist auch nicht vorbei, keine Sorge. Bis dahin und ciao.